Ja, wenn wir jetzt weiter der Bedienungsanleitung folgen, dann ist einfach zu sagen, die Brennkammer wird bis zu zwei Finger breit unter der inneren Brennkammer sozusagen aufgefüllt. Das Material wird, so wie gezeigt, praktisch über den Einsatz einer Kerze oder von dem Bioalkohol angezündet. Und nach ungefähr 10 Minuten kommt der Flammkonzentrator oben drauf, der dann zu der reinen Holzgasverbrennung führt. Was wir also zusätzlich dann noch haben, ist, dass dieser Ofen dadurch, dass er das Holzgas verbrennt, kein Kohlenmonoxid praktisch hat, kein Geruch bildet, genau, kaum irgendwelchen Qualm oder Rauch mit sich bringt. Am Anfang schon ein bisschen, aber das legt sich dann, sobald der Ofen heiß genug ist. Ja, also man kann eigentlich sagen, dass er wirklich rauchfrei verbrennt, und durch diese kohlenmonoxidfreie und rauchfreie Verbrennung ist er eben auch geeignet, in einem inneren Raum oder so eingesetzt zu werden. Natürlich kann es immer ein paar Spuren geben, und man sollte das vielleicht nicht gerade im frisch renovierten Haus machen und ausprobieren, sondern vielleicht mal in der Garage, genau, um einfach zu gucken, wie es funktioniert. Ja, jetzt möchten wir ganz gerne nochmal vorstellen, was zu dem Lieferumfang von dem Merlin Holzvergaserofen praktisch gehört. Wir haben also einmal in dem Lieferumfang enthalten diese Grundbrennkammer mit Flammkonzentrator. Also das ist praktisch unsere Grundeinheit. Und diese Grundeinheit ist für alle die Leute geeignet, die Wärme, Licht haben möchten und unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt die gewonnene Holzkohle verwenden möchten, entweder um sie nochmal zu verbrennen, also Holzkohle Feuer zu machen, oder aber als Bodenverbesserung und Aufbereitung im Garten einzusetzen. Dazu gibt es noch eine ganz kleine Anmerkung, und wir beschäftigen uns mit dem Einsatz der Holzkohle nochmal zum späteren Zeitpunkt. Ralf, Holzkohle, so wie sie da rauskommt, kann man nicht im Boden einbuddeln. Der Erfolg wäre kontraproduktiv. Was muss man machen? Also erstmal muss die ein bisschen gemahlen werden, beziehungsweise gestampft werden. Und anschließend wird die dann wird die aktiviert. Und zwar kann man das machen mit effektiven Mikroorganismen oder zusätzlich ja, Rinderurin, Gülle oder Komposttee kann man auch rüberkippen. Jo, das vertiefen wir an einer anderen Stelle nochmal. Also das ist praktisch das, was die Grundausstattung macht. Also dieser Merlin-Ofen hier an dieser Stelle wäre das, was jemanden für Wärme und Licht und für Holzkohle hat. Der nächste Schritt ist, den Ofen sozusagen mit einer Kochstelle auszustatten. Also wir haben jetzt hier das, was man braucht, um einen Topf, eine Pfanne oder sonstiges zum Einsatz zu bringen. Jetzt erklär nochmal ganz kurz, was du hier gemacht hast. Ja, also ich habe den Topf einfach untergestellt, und hier haben wir im Prinzip einen Reduzierring, der auch dazu da ist, den Wind abzuhalten und den Flammenkonzentrat oder die Flamme also mehr in die Mitte bringt, beziehungsweise genau unter die Kochstelle führt. Ja, und das ist praktisch jetzt hier der Abschluss, sodass praktisch keine Seitenluft da reinzieht. Und jetzt haben wir noch für die Leute, die den Ofen sozusagen außen im Feld oder im Garten benutzen, eine wunderbare Einrichtung, und das ist? Das ist also der Windschutz, der wird einfach hier oben drauf gelegt. Der hat hier so ein paar Schrauben an der Seite drin, die als Auflage dienen, und die kann man einfach hier drauflegen, und so ist dann der Topf im Prinzip windgeschützt, sodass die Flamme nicht oder die Hitze nicht unterweg gepustet wird. Ja, jetzt hat dieser wunderbare Flammschutz natürlich mehrere Eigenschaften. Er hält uns einmal den Wind vom Leib, sodass also die Wärme direkt am Topf landet. Er hat allerdings einen Punkt. Er hat einen Durchmesser von 28 cm, und das bedeutet, der Topf, der reinkommt, kann maximal 25 cm haben. Also das ist eine kleine Einschränkung, aber für die meisten, die irgendetwas braten, kochen, Eintopf machen oder einfach nur warmes Wasser haben wollen, ist das eigentlich keine Einschränkung. Also es läuft wunderbar. Jetzt haben wir einfach aus der Geschichte von diesem Telotöfen noch eine Sache zu bemerken. Wir haben ja durch unsere Erfahrung im Himalaya miterlebt, wie die Leute wirklich in geschlossenen Räumen am offenen Feuer und im Qualm und im Rauch sitzen, um ihre Nahrungsmittel vorzubereiten.
Und insofern ist ein solcher Teelotofen, wo die Wärme gezielt unter den Topf kommt, schon ein riesen Vorteil. Und was die Leute dort eben in Kauf nehmen, ist, dass sich bei dem Aufsetzen vom Topf doch etwas Ruß bildet. Denn bei dieser Entfernung zur Flamme, man sieht es ja hier ganz schön flackern, ist eine Rußbildung nicht ausgeschlossen. Und alle Leute, die sich mit Holzgasverbrennung beschäftigen, wissen, dass es eben bei dieser Systematik eben immer Ruß gibt. Und das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber wir wären nicht aus Deutschland, wenn uns nicht dazu auch was eingefallen wäre. Ja, Ralf, der Fairness halber müssen wir ja sagen, dass das, was wir jetzt hier sozusagen nachempfinden mit dem Schamotterrohr, nicht aus unserer Feder stammt. Wir müssen an dieser Stelle uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Konstantin Kirsch von Naturbauten. Mit Konstantin arbeiten wir ja schon seit vielen Jahren sehr intensiv zusammen. Und also Konstantin hatte den Ofen kaum 2 Stunden ausgepackt. Da hat er damit schon ordentlich Versuche gefahren. Und ein Resultat seiner Versuche ist: Heiner, wir brauchen Schamottrohre. Heiner, fahr mal los und besorg mal solche Terrakotta-Füßchen. Und das haben wir dann auch gemacht nach Konstantins Anweisung und stellen jetzt hier sozusagen eine, habe ich das jetzt richtig rum hier gestellt? Also wir stellen jetzt einfach dieses Schamottrohr hier oben rauf. So. Das heißt, hier geht es nochmal die Luftzufuhr hier unten und wir stellen ab den Topfhalter hier drauf und können dann hier direkt das Wasser erhitzen. Ja, und so wie unsere Versuche das gezeigt haben, kommt jetzt hier oben die Hitze wunderbar an. Die Schamotte hier, also dieses Schamottrohr, wird sogar zusätzlich noch warm, sodass die Wärme an die Seiten abgestrahlt wird, sofern ein Topf oben drauf steht. Jetzt können wir natürlich noch den Windschutz wieder einbauen. Der ist hier noch wunderbar rüber. Das heißt, also hier gibt es noch zusätzliche warme Luft. Und ja, fertig. Jo, und damit haben wir ein rußfreies Verbrennen. Ganz wunderbar kommt die Wärme hier oben an. Die Schamotte hält auch die Wärme noch etwas länger, wenn der Kochtopf sozusagen bzw. die Brennkammer runtergebrannt ist. Wunderbar, jetzt haben wir die gesamten Komponenten, die zu dem Berlin-Ofen gehören, gezeigt. Brennkammer mit Flammkonzentrator, zusätzlich die Kochstelle, wenn man das gerne möchte, auch noch den Windschutz. Und um ein komplett rauchfreies Kochen zu haben, haben wir jetzt hier noch das Schamotterrohr drauf, um den Aufsatz für den Kochtopf. Und das sind alle Komponenten, die zum Merlin-Ofen gehören und nicht zu vergessen. Der Luftreduzierer, das ist ein Konus, der wird hier einfach in die Luftzufuhr eingeführt, um die Sauerstoffzufuhr zu verringern. Das heißt also, man kann auch gleich sehen, dass hier die Flamme sich ein bisschen verjüngt, ein bisschen kleiner wird und Verbrennung reduziert, sodass die Flamme im Prinzip nicht zu hoch wird und das Material natürlich auch länger hält. Bei all den Komponenten, die wir vorgestellt haben, natürlich nicht zu vergessen, in dem Bereich, wenn man es in geschlossenen Räumen verwendet, das Kohlendioxid-Warngerät praktisch mit einzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Messwert kriegen hier im Außenbereich, aber nein, wir haben keinen Messwert, genauso soll es ja auch sein. Und das ist ja auch die Eigenschaft vom Holzvergaserofen, dass wir eben Kohlenmonoxid frei verbrennen. Aber auf alle Fälle im Innenbereich auch nochmal ausprobieren. Das war's und die Komponenten des Merlin-Ofens.